Die Methode, die ich im Folgenden vorstellen möchte, ist einerseits ganz einfach und lässt sich gleichzeitig sehr breit auffächern, also in verschiedenen Varianten denken. Es geht im Wesentlichen darum, dass eine Person einen Wissensbaustein zu einem Thema aufschreibt und anderen Personen zur Verfügung stellt. Da jetzt schon gut ein Fünftel des 21. Jahrhunderts vorbei ist, setze ich es als selbstverständlich voraus, dass das auf digitalem Wege geschieht. Alles Weitere lässt sich auf sehr unterschiedlichen Wegen gestalten. Die Grundidee dahinter ist einfach. Wissen wird ja nicht weniger, wenn man es teilt. Im Gegenteil, Wissen verbreitet und verbreitert sich mit dem Teilen. Geteiltes Wissen ist doppeltes Wissen. Davon profitieren wir alle, quasi jeden Tag. Wir lernen dazu und bilden uns selbst fort, Schritt für Schritt, Wissensbaustein für Wissensbaustein, Verknüpfung für Verknüpfung. Allerdings brauchen wir dafür Menschen, die dieses Wissen bereitstellen. Das ganze System würde ja nicht funktionieren, wenn alle immer nur passiv konsumieren und nie aktiv eigenes Wissen teilen würden. Deswegen ist es hilfreich, eine Methode zum aktiven Teilen des Wissens zu etablieren und damit den Kreislauf des Wissens zu unterstützen. Soweit die Grundannahme. In der Praxis ist es nicht immer ganz so einfach wie in der Theorie, aber es gibt zum Glück einige Erfahrungen und Methoden, wie man der Sache auf die Sprünge hilft. Das Format ist schnell erklärt. Zunächst braucht es erstens eine Gruppe von Menschen, die zweitens ein Thema als gemeinsames Interesse haben. Drittens braucht es eine Form und viertens einen Weg zur Verbreitung des Wissens. Diese vier Dinge zusammen reichen aber nicht immer aus. Deswegen kommt noch ein fünfter Punkt hinzu, nämlich eine Vereinbarung zur Aktivität der beteiligten Personen. Hier kommt ein vereinfachtes Beispiel. Erstens, das Kollegium einer Schule mit 52 Personen überlegt sich, dass zweitens ein Lesetipp zum Thema inklusives Lernen und Leben in Form eines vorhandenen Artikels oder eines vorhandenen Videos geteilt wird, und zwar drittens in Form von einem Absatz Text plus ein Link zum empfohlenen Artikel oder Video. Viertens, das Ganze wird über einen gemeinsamen E-Mail-Verteiler verschickt, der die 52 Personen umfasst. Fünftens, dazu wird vereinbart, dass jede Person einen Beitrag pro Jahr beisteuert. Soweit, so einfach. Als nächstes schauen wir uns das noch einmal genauer an. Gruppe, Thema, Form, Kanal, Vereinbarung. Jeden dieser fünf genannten Punkte kann man sehr unterschiedlich ausgestalten. Ich gehe die Punkte jetzt nach und nach noch einmal durch und stelle einige Möglichkeiten zur Konkretisierung vor. Erstens, wenn man sich die Gruppe anschaut, dann müssen zwei Fragen geklärt werden. Wer gehört zum Empfängerkreis? Das ist jetzt nicht nur technisch gemeint, sondern auch als Frage, wer ist die Zielgruppe? Und dann gehört dazu die Frage, wer sind die aktiven Personen innerhalb dieser Gruppe? Im kleinsten Fall ist es eine einzige aktive Person, während alle anderen nur empfangen. Im größten Fall sind alle Beteiligten auch aufgefordert, eigene Beiträge zu erstellen. Das Format, über das wir gerade reden, hat gegenüber anderen vorgestellten Formaten den Vorteil, dass auch eine einzelne Person es initiieren und vorantreiben kann. Noch größer ist das Potenzial, wenn ein Team den aktiven Part übernimmt und die Königsdisziplin besteht darin, dass alle Beteiligten eigene Beiträge liefern, also nicht nur konsumieren, sondern auch etwas beisteuern. Je größer der Anteil der aktiven Personen wird, desto weniger Aufwand ist es für den Einzelnen. Allerdings nimmt unter Umständen der Aufwand für die Koordination zu. Punkt 2. Was ist das Thema? Hier mache ich es mir jetzt einfach und sage, prinzipiell ist alles denkbar, was vom Interesse her ein gemeinsamer Nenner der Gruppe ist. Außerdem muss bei den aktiven Personen natürlich ein Mindestmaß an Vorwissen vorhanden sein, damit sie Inhalte auswählen, aufbereiten und teilen können. Gemeinsamer Nenner der Gruppe ist jetzt ein dehnbarer Begriff. Man sollte sich vorab Gedanken machen, ob jeder Beitrag für alle relevant sein muss oder ob es okay ist, oder besser gesagt, inwieweit es okay ist, wenn ein Beitrag nur einen Teil der Gruppe anspricht, solange für jeden immer mal wieder etwas Relevantes dabei ist. Punkt 3. In welcher Form werden die Inhalte erstellt und verbreitet? Unsere Art und Weisen, wie wir kommunizieren und wie wir lernen, sind von einigen Jahrhunderten der Buchdruckgesellschaft geprägt. Insofern ist das Format
Text weiterhin der Platzhirsch unter den Formen. Gleichzeitig stehen uns heute die Möglichkeiten der Informationsgesellschaft zur Verfügung und in digitalen Medien können wir auch andere Formate als Text wählen. Prinzipiell können die einzelnen Wissensbausteine also auch als Video oder als Audio verteilt werden, zum Beispiel in Form von Erklärvideos oder Podcasts. Der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Auch so etwas wie Sprachnachrichten oder Zeichnungen sind grundsätzlich denkbar und machbar. Außerdem kann man eine Grundeigenschaft der digitalen Welt im Hinterkopf behalten. Es muss gar nicht alles einheitlich sein. Denn auf den allermeisten digitalen Verbreitungswegen lassen sich heute Texte, morgen Videos und übermorgen eine Zeichnung verschicken. Das gilt umso mehr bei einem beliebten Format, nämlich der Verbreitung von Links. Wenn ein solches Setting nicht in erster Linie eigene Inhalte verbreiten soll, sondern einfach auf bestehende Texte, Videos, Audios etc. verweisen soll, dann setzt man am einfachsten einen Link. Am besten schreibt man noch eine ganz kurze Inhaltsangabe dazu, was einem hinter dem Klick erwartet. Nummer 4. Jetzt kommen wir zu einer weiteren grundlegenden Entscheidung zur Auswahl des Verbreitungskanals. Auch wenn häufig gesagt wird, dass es sich bei digitalen Medien nur um Werkzeuge handelt, darf man nicht verkennen, welche fundamentalen Weichenstellungen an dieser Stelle getroffen werden. Hier entscheidet sich zum Beispiel, inwieweit Inhalte einfach nur verteilt oder auch diskutiert werden. Hier wird auch festgelegt, inwieweit die Inhalte wie in einem Archiv erhalten bleiben und durchsuchbar sind oder nur kurzfristig wahrgenommen werden können. Ein seit 40 Jahren erprobter und nach wie vor sehr beliebter Kanal ist die Mailingliste, bei der jedes Mitglied eine E-Mail an einen Verteiler mit allen anderen Mitgliedern der Liste schreiben kann. Eine Variation dazu ist der Newsletter, den zwar alle empfangen, zudem aber nur ausgewählte Mitglieder senden dürfen. In Schulen gibt es je nach verwendetem Schulserver oder LMS in der Regel auch so etwas wie ein internes Forum, ein Chat oder ein Wiki, das für die beschriebenen Zwecke gut einsetzbar ist. Eine weitere, sehr große Stellschraube liegt in der Entscheidung, ob die Inhalte nur für einen internen Kreis oder öffentlich bereitstehen sollen. Eine für das World Wide Web typische Variante sind Blogs, die sich sowohl öffentlich als auch mit einem Passwort geschützt führen lassen können. Und schließlich sei noch ein Kanal erwähnt, auf dem eine Kultur des Teilens gelebt wird, die gleichzeitig sehr klein, nämlich in vielen kurzen Beiträgen, und sehr groß ist, nämlich weltweit geteilt. Unter dem Hashtag Twitter-Lehrerzimmer oder kurz TWLZ gibt es täglich mehr Einträge, als dass man sie vollständig wahrnehmen könnte. Der fünfte und letzte Punkt ist vielleicht der schwierigste. Es geht um eine Vereinbarung über das Engagement der Beteiligten. Natürlich braucht es auch die schon besprochenen Vereinbarungen zu Inhalten und zu Form, aber der Knackpunkt besteht in der Frage des Lesens und Schreibens. Braucht es ein Commitment, dass alle Beiträge von allen wahrgenommen werden? Oder reicht es aus, wenn alle für sich selbst entscheiden, ob sie sich etwas anschauen oder nicht? Und vor allem, wer trägt aktiv zu unserer Sammlung bei? Hier braucht es möglicherweise besondere Bemühungen um Balance und vielleicht auch Geduld. Denn eine Kultur des Teilens von Wissen lässt sich nicht anordnen. Aber gemeinsame Vereinbarungen helfen auf dem Weg dorthin. Los geht's!